Die gestiegenen Zinsen haben noch weit mehr Folgen für den Immobilienmarkt als nur höhere Bauzinsen. Aus Sicht des Finanzexperten Andreas Beck machen sie Investitionen in Wohnungen und Häuser deutlich unattraktiver, weil sich nun auch mit Anleihen eine gut planbare Rendite erzielen lasse. Im Interview mit dem YouTube-Kanal René Will Rendite sagte Beck: Immobilien sind sehr spannend, weil Immobilien werden ja gehalten, weil ich einen planbaren Ertrag möchte. Und dafür akzeptiere ich bestimmte Risiken, dass das Dach kaputt geht oder dass die Immobilienpreise sinken oder dass mein Mieter nicht zahlt und ich erstmal vor Gericht gehen muss und dann 2 Jahre Leerstand habe, bis ich ihn rausgeklagt habe oder wie auch immer. Also ich akzeptiere Risiken, dafür habe ich einen planbaren Mietertrag. Bei Anleihen ist es ja eigentlich ganz ähnlich. Ich habe auch einen planbaren Coupon und ich habe das bestimmte Kursschwankungsrisiken und solche Sachen. Und da hat sich halt die Welt gedreht. Jetzt gab es ja 15 Jahre einen unglaublichen Boom in Immobilien, weil ich bei den Anleihen keine Zinsen mehr bekommen habe. Und jetzt ist es naturgemäß umgekehrt. Jetzt kriege ich bei Anleihen wieder einen attraktiven Zins. Es stellt sich dreimal die Frage, warum sollte ich jetzt noch in Immobilien gehen? Und das sieht man übrigens auch ganz praktisch bei den Wohnimmobilienunternehmen. Auf eine Anleihe dieser Unternehmen bekomme ich jetzt 5,5% Verzinsung. Und das ist weit mehr als die Mietrendite, die die selber wirtschaften mit ihren Wohnimmobilien. Genau, und zumal ich ja jetzt auch wahrscheinlich bei Immobilien erstmal auf absehbarer Zeit nicht auf Preissteigerungen hoffen kann, die ja mir meine sehr magere Mietrendite in einigen Lagen aufgebessert hat. Naja, also das, was auch wir thematisiert haben vor 1-2 Jahren, sehr aktiv und auch was die Bundesbank veröffentlicht hat, Preisblase, Abschlag bis zu 30% wird erwartet. Da sind wir mittendrin. Ich sehe auch nicht die Wohnungsnot. Es wird immer gesagt, der bezahlbare Wohnraum, klar, billige Wohnungen hätte jeder immer gern. Aber wenn man sich anschaut, was da in der Breite gebaut wurde, in Frankfurt oder in München, in nicht urbanen Wohnlagen, so diesen Randgebieten, wo massiv Mehrfamilienhäuser gebaut wurden, alle der gleiche Stil. Überall werden 18 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter erwartet. Da steht schon sehr, sehr viel leer. Viele Baustellen werden gar nicht zu Ende geführt, wenn man sich das jetzt anschaut, kritisch. Also die Blase ist geplatzt und wo die ihren Boden findet, das weiß man noch nicht. Das wissen wir natürlich auch nicht. Ich würde mal sagen, im Moment hat sich auf jeden Fall eins schon abgezeichnet. Die wirklichen Luxusimmobilien haben gar keine Preisnachlässe. Also man sieht auch bei Immobilien diesen Effekt, den man in der ganzen Wirtschaft sieht. Wir haben halt eine immer stabilere Schicht von Extremvermögenden, wo Geld keine Rolle spielt. Und deswegen wird halt eine Porsche anders behandelt als ein VW und eine Gucci-Tasche und so weiter. Und das, was unter die Räder kommt, ist sozusagen das untere Mittelschichtspreisniveau. Und das sehen wir auch bei Wohnungen, dass sich das aufgespaltet hat. Also wer jetzt zuschaut und eine Jugendstilvilla am Starnberger See hat, braucht sich keine Sorgen machen.